Sie wohnen bereits im 39. Stock. Birgit Lück und Ulrich Vielhauer schrauben aber immer noch an ihrer Traumwohnung. Heute bekommen sie einen eigens angefertigten Fernsehschrank. Ihr 250 Quadratmeter Apartment hat ursprünglich aus drei Wohnungen bestanden, die sie nach und nach gekauft haben. Das war so ein bisschen Monopoly. Ja, Monopoly haben wir gespielt, muss man dazu sagen. Also wir mussten erstmal einer Dame, die hier nebenan in der Wohnung wohnte, eine Wohnung hier drüber schön herrichten. Die 402. Dass die nicht mehr Nein sagen konnte und freiwillig nach oben gezogen ist. Doch die Wände konnte man nicht so einfach einreißen. Ein Gutachter musste die Statik der Wohnung zuerst neu berechnen. Der Artius ist sowieso nur hier in den oberen Etagen möglich, weil der Druck, die Eigenlast des Hauses nach unten immer kritischer wirkt auf die Statiken. Also ab einer gewissen Etage ist das gar nicht mehr möglich. Können Sie das nicht mehr. 5 Wochen renovieren später hatten sie endlich ihre Wohnung. Das war jetzt die zweite Wohnung, ne? Wo wir also entsprechend auch die Wände rausgenommen haben. Das war hier früher ein Wohnzimmer. Hier war das Schlafzimmer auf der Seite. Da hinten, wo Sie die Duscharmaturen sehen, hier alle, das wäre der reguläre Eingang für diese Wohnung. Einziger Haken, um ins andere Zimmer zu kommen, müssen Sie durch den Hausflur in die ehemals dritte Wohnung. Ja, und wenn wir jetzt hier rausgucken, also wir kommen uns manchmal vor wie im Urlaub. Wir sehen die Elefanten hier unten vom Kölner Zoo. Und die Löwen, die hören wir hier ab und zu mal brüllen. Doch der Balkon hat seine Tücken. Der Wind trägt alles fort, was nicht fest ist. Aber auch dafür haben die beiden eine Lösung. Wenn Sie jetzt auf die andere Seite gehen, je nachdem, wo der Wind kommt, dann können wir die Tür hier festmachen. So, wenn Sie jetzt hier hinkommen. So, und Sie würden jetzt hier auf die Seite gehen und ich würde die Tür hier zumachen, dann ist hier windstill. Weil man muss halt gucken, wo der Wind herkommt, ne? Und ab heute werden Sie sogar vom Balkon aus fernsehen können. So, ja Junge, dann zeig mir mal, wie das hier rauf und runter geht. Geht das schon? Ja. Der Fernseher ist nämlich um fast 360 Grad drehbar. Ja, super, hör mal. Das ist ja echt toll. Da wissen wir ja gar nicht mehr, ob wir aufhören zu essen.